Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema XML. Also, erstmal ein paar allgemeine Informationen. Also XML ist eine Auszeichnungssprache für Daten. Und XML erlaubt die Darstellung von strukturierten Daten. Strukturierte Daten ist ja schon mal ganz praktisch. Das ist ja so wie bei den Objekten. Und bei den Objekten sind die Daten ja auch irgendwie strukturiert. Ich sage ja, dieses Attribut Name ist der Name von diesem Studenten und da gibt es ein Attribut Vorname, gehört zu diesem Studenten. Da ist eine gewisse Struktur drin und die kann man jetzt mit dem XML ausdrücken. Das XML ist jetzt dafür da, um Daten quasi entweder abspeicherbar oder transportierbar zu machen über Netzwerk und so weiter. Auszeichnungssprache heißt, es gibt also in dieser Sprache irgendwie die Möglichkeit, bestimmte Informationen, eine bestimmte auszuzeichnen, also denen also eine bestimmte Funktion zu geben. Hört sich jetzt kompliziert an, schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Also, einfaches Beispiel XML und Sie sehen es, das ist im Prinzip ein ganz normaler Text, der steht auch in einem ganz normalen Textfile und dann gibt es hier diese spitzen Klammern und das sind jetzt hier entsprechend die Auszeichnung. Oben gibt es so ein Header, der sagt, was es ist. Der ist hier irgendwie mit spitzer Klammer Fragezeichen XML. Da schreibe ich das, die Version und das Encoding rein. Und dann gibt's hier offensichtlich die Möglichkeit, bestimmte Strukturen abzubilden. So. Ich habe jetzt hier mal so ein Buch. Wenn Sie sich das anschauen, das gibt den Header. Hier wird jetzt also gesagt, ich bin XML in der Version 1.0 und benutze das Encoding UTF-8. Also wir eben gesehen haben, dass es verschiedene Encodings gibt, ASCII oder UTF-8, UTF-16 und so weiter, benutzt der halt hier eben UTF-8. So, und dann gibt es hier, Sie sehen es, in diesen spitzen Klammern, das nennen wir Element. Und dieses Element fängt hier an und hört hier auf. Sie sehen es, da gibt es einfach Schrägstrich nochmal Book. Das heißt, das Element Book geht von hier bis da. Hier Element Beginn, Element Ende. Und alles, was dazwischen ist, alles das gehört zu diesem Element Book, also in unserem Fall ein Buch. Da sehen Sie, hier drin gibt es jetzt das Element Chapter, also ein Kind-Element von Book. Und dieses Chapter, sehen Sie, das fängt ja hier an, dumm-di-dumm-di-dumm, und geht bis hier. Da gibt es Schrägstrich Chapter. Alles, was dazwischen ist, ist jetzt quasi ein Kapitel. Und Sie sehen, da kann man jetzt hier quasi auch beliebig weiter verschachteln. Sie sehen, es gibt also von Book ein Kind-Element Chapter, und dann gibt's von dem Chapter wieder ein Kind-Element, Chapter Zen, das ist das erste Kapitel, dann habe ich hier ein Unterkapitel, so, und hier habe ich zum Beispiel mal so ein Bild, habe ich jetzt einfach mal Image, und das hört auch gleich wieder auf, also es gibt die Möglichkeit, diese Elemente so zu machen, dass die anfangen und gleichzeitig in sich wieder aufhören, dann haben die quasi keinen Inhalt, außer diesen hier, hier diese Caption oder hier diese Source. Die nennen wir Attribute. Das heißt also, in diesen spitzen Klammern drin kann man jetzt noch Attribute zuweisen, nämlich indem man Name gleich und dann kommt der Wert. Und der Wert kommt immer in diesen Hochkommas, auch wenn es eine Zahl ist, das ist bei XML egal. Der Wert kommt in diese Hochkommas und wird dann eben diesem Attribut zugewiesen. Das wäre jetzt ein Attribut von diesem Kapitel, also das Attribut Überschrift von diesem Kapitel ist Unterkapitel im ersten Kapitel. So. So kann man mal ganz grundsätzlich Struktur abbilden in einem Textfile, weil das ist ja alles Text. Und Sie sehen hier, das wäre jetzt ein Datum, also das gehört irgendwie, das ist irgendwie der Text in dem Chapter. Das hier wäre ein Datum, also das ist nämlich tatsächlich die Überschrift. Und das hier ist dann im Prinzip die Auszeichnung, nämlich dass es ein Kapitel ist und das Kapitel hat das Attribut Caption. Ja, und das ist nämlich das eigentliche Datum. Und so kann ich in einem Textfile die Auszeichnung und die Daten gemeinsam unterbringen und so eben transportfähig machen. Also transportfähig heißt, ich kann sie in eine Datei speichern, eine Textdatei, oder auch übers Netzwerk verschicken und der andere kann es dann entsprechend wieder interpretieren. So, schauen wir uns mal unser Beispiel mit der Produktstruktur an. Wie würden wir das nach XML übertragen? Also hier oben gibt es wieder den Header. Das ist der gleiche wie eben. Und jetzt hätte ich hier drin mal so eine Produktstruktur, die geht los mit einem Item. Item, dann hatten wir gesagt, das Ding hat ein Attribut, Part Number, habe ich jetzt mal hier KF4711 genommen. Es hat eine Nomenclature, das ist unser Auto.
Und es hat eine Description, aber bei der Description habe ich jetzt einfach mal hier statt einem Attribut wirklich ein Unterelement definiert. Ja, das können Sie festlegen, wie Sie wollen. Ja, und dann sage ich einfach, okay, die Description, ich habe jetzt mal hier Punkt, Punkt, Punkt hingemacht, die geht von da bis da. Also alles, was hier zwischensteht, wäre jetzt quasi die Beschreibung. So, und dann haben wir ja festgestellt, in so einem Item drin gibt es andere Items, ne? Also in der Baugruppe werden Bauteile verbaut. Ja, dann habe ich jetzt hier mal die Achse, die wir mal der Partnummer KF0815 gegeben. Bezeichnung ist Achse, Description habe ich mal wieder die Punkte, weil damit wir den Platz sparen. Und in der Achse drin ist jetzt die Steckachse, ja, Partnummer, Nomenclature und so weiter. Ja, dann habe ich hier gesagt, okay, die CutDocuments kann ich ja so ablegen, dass ich einfach sage, ich mache hier ein Element rein, CutDocuments, und das hat einfach nur ein Attribut Source, wo man eben diese Datei jetzt runterladen könnte. Ne? Habe ich jetzt mal so eine HTTP-URL reingeschrieben. Das kann man ja über jede beliebige andere Technologie auch abbilden. Ja, dann hätten wir also hier ganz normal unsere Struktur. Das hat aber einen entscheidenden Nachteil. So haben wir nämlich überhaupt keine Lageinformationen. Ne? Also wir wissen jetzt zwar, dass die Achse in dem Auto ist, und wir wissen auch, dass die Steckachse in der Achse ist, aber wir wissen gar nicht, wo das alles liegt. Ja? Die wären jetzt weg. Und dafür hatten wir ja ursprünglich in unserem Datenmodell die Item Instance vorgesehen. Ja? Jetzt packen wir hier mal Item Instances mit rein. Also hier, das ist wieder das Item von eben. Ja, mit der Nomenclature Auto. Description bleibt wie gehabt. Und jetzt wird hier nicht direkt das Item eingebaut, sondern mit der Item Instance. Ne? Item Instance, Name, Vorderachse. Und dann gibt es eine Transformationsmatrix. Ne? Das sind 16 Elemente. Und dann in dieser Item Instance drin ist jetzt genau ein Item. In unserem Fall eben die Achse. Ne? Das ist ja wieder das Item, so wie Sie das eben gesehen haben. Ja, und dann hätten wir hier die nächste Item Instance für das linke Rad. Ja, und dann wäre da hier, habe ich jetzt mal Punkte gemacht, im Prinzip wieder, wie es auch hier in dieser Item Instance ist, eine Transformation und ein anderes Item drin. Ja, und hier genau das gleiche und so weiter und so fort. Das alles hätte jetzt einen entscheidenden Nachteil, denn dann müsste ich dieses Item für mein Rad zweimal einbauen, ne? Nämlich einmal für das linke Rad, einmal für das rechte Rad. Das gleiche gilt übrigens dann auch für die Achse, ne? Dann hätte ich auch zwei Achsen, ne? Nämlich die Vorderachse, die Hinterachse. Am Ende hätte ich also viermal das Item Rad, und das wäre ja eigentlich nicht das, was wir darstellen wollten. Ne? Das hatten wir in dem Beispiel mit der Produktstruktur schon gesehen, da wollten wir ja eigentlich nur fünf Items darstellen. Das heißt also, man braucht jetzt irgendwie noch einen anderen Mechanismus. Schauen wir uns das mal an. Also das wäre jetzt hier mal ein Beispiel, wie die Produktstruktur auch aussehen könnte, nämlich, dass da einfach hier hintereinander weg in der Produktstruktur die Items drin liegen. Ja? Sie sehen, hier ist jetzt das Item Rad. Es hat wieder eine Part Number, es hat eine Description, es hat einen Cut-File. Und jetzt neu, es bekommt eine ID. Ja? Die ist jetzt eindeutig im XML-File. Ich habe die jetzt mal genannt ID 001. Ja? Das heißt, ich habe jetzt eine flache Liste. Und in der drin ist, ja, in der nächsten Reihe habe ich die Steckachse, hat die ID 002, dann habe ich hier diese Hütte, ne, dieses Auto-Oberteil hat die ID 003 und so weiter. Das heißt, die liegen jetzt alle hintereinander weg und haben alle eine eindeutige ID. So, wenn wir jetzt mal weiter runterschauen, ne, hier wieder weiter in der flachen Liste liegt jetzt die Achse drin, ja, auch wieder mit Description, hat irgendwie ein Cut-Document. Und da drin sind jetzt unsere Item Instances. Wir sehen hier Item Instance die Steckachse, Item Instance das linke Rad, Item Instance das rechte Rad. Und hier haben die jetzt auch wieder eine Transformation, nämlich die Lageinformation. Und jetzt haben die nicht ein richtiges Item hier drin, sondern ein Item mit dem Attribut IDREF. Und Sie sehen, hier ist jetzt die ID 02 vergeben. Ja, das heißt, wenn wir mal zurückgehen, hier ID 02, das ist unsere Steckachse. Dieses Item ist jetzt verbaut an dieser Stelle. Ja, das gleiche gilt fürs linke Rad. Da habe ich die ID 001. Ne, die verbaue ich an irgendeiner Stelle. Verbaue ich die ID 001. Schauen wir hier. ID 001. Das ist unser Rad. Ja, das gleiche mit dem rechten Rad. So hätte ich jetzt quasi innerhalb dieses Items, das geht ja von da bis da, habe ich jetzt das Rad zweimal verbaut. Und die Steckachse einmal. Jeder hat seine eigene Lageinformation, die ist Teil von der Item Instance. Und jeder referenziert jetzt nur noch auf so ein Item. Ja, analog dazu würde jetzt das Auto, also das ist jetzt wieder, die Liste geht jetzt weiter,
das komplette Auto so aussehen, dass ich eben sage, okay, hier ID 005, hat eine neue Part Number, heißt Auto, hat eine Description, hat einen CAD-File, so wie immer. Und hier sind jetzt als Item Instances die Hütte, die Vorderachse und die Hinterachse verbaut. Ja, und da hat jedes wieder eine eigene Lageinformation und referenziert jetzt eben einmal auf die ID 003. Ja, das war ja eben unsere Box oben, die auf dem Auto drauf sitzt. Und eben zweimal auf die ID 004. Das ist nämlich unsere Achse hier von eben. Ne? Das ist die ID 004, ist die Achse, besteht aus mehreren Einzelteilen. So, und so können wir jetzt beliebige Datenmodelle zusammensetzen in einem XML-File. Ja, also ich habe den XML-File, habe ich Ihnen auch zum Download hingelegt. Ja, also Sie sehen hier, die Product Structure geht los. Hier drin, schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an, liegt im Prinzip in einer langen Liste liegen alle Items und das Verbauen von diesen Items, das wird jetzt einfach hier gemacht, indem die Item Instance, ja, hier von da bis da geht eine Item Instance, neben der eigentlichen Lageinformation nicht mehr das ganze Item enthält, sondern eben nur noch eine Referenz auf das Item. Ne? Hier bei der Steckachse, Referenz auf ID 002. Schauen wir mal hier, ID 002 ist die Steckachse und hier würde jetzt quasi dann die CAD-Geometrie referenziert.